Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind wieder in Far Harbor. Ich war wieder im Commonwealth, habe einige Sachen eingelagert, ein bisschen Drogen hergestellt, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Und ja, ich habe ein Level Up bekommen. Ich bin jetzt Level 66 und das gehen wir direkt aus bei Hyoms. Und ich würde sagen, wir nehmen die nächste Stufe von Nachtmensch. Da bekommen wir. Achso. L1 und L1. Da bekommen wir jetzt noch mal einen Intelligenz und einen Wahrnehmung zwischen 18 und 16 Uhr, 6 Uhr und Nachtsicht, wenn du schleichst. Okay. Und mit der Gesundheit weiß ich nicht, ob ich das nehme. So, ja, noch mal ein Punkt mehr Intelligenz. Warum nicht? Ist jetzt, glaube ich, noch nicht der Fall, ne? Nö. Da ist 12 und 12, ja. Und wir können beim Schleichen Nachtsicht aktivieren. Ich glaube, diesen Perk gab es auch in Fallout New Vegas. Den habe ich aber nie genommen. Kann ich ja sehen. Da war ein bisschen anders, glaube ich. Mission. Ich wollte das hier machen. Wir Fleisch ins Wasser. Wo muss ich dafür hin? Habe ich denn schon wieder für eine Mission hier aktiviert? Dann sagt mir schon wieder, ich soll nach dem Ödland gehen. So, das war, weiß ich nicht. Hat hier irgendwas mit Farbe zu tun? Nee. Keine Ahnung. Egal, wir müssen. Mein Gott, ist halt weit. Ah, stimmt, da war ich doch mal irgendwann auf dem Weg, glaube ich. Gehen wir mal zum zerstörten Funkturm. Ich dachte, er wäre ehrlich gesagt so in der Nähe und ich könnte dahin laufen, aber. Super. Aber das Gute ist, bis wir da ankommen, ist es wahrscheinlich schon wieder dunkel. Das heißt, ich kann meine Boni bekommen. Und eigentlich kampfmäßig nicht so gut ist. Intelligenz, Erfahrungspunkte, ja. Bei 12 Intelligenz kriege ich bestimmt schon Dutzend Erfahrungspunkte. Ich habe übrigens keine Power Armor wieder an. Das heißt, ich werde sehr schnell verrecken. Aber ich habe meinen Fatman dabei, also kann nicht so schnell was passieren. Und ich habe diese komische Giftwaffe, die ich letztens gefunden habe. Dir. Ja, frag mich nicht, warum das Ding hier irgendwie so ein Satelliten, so eine Satellitenschüssel ist als Stoßdämpfer oder wie auch immer man nennt. Aber ja, Waffe ist gut. Das ist irgendwie ein genaueres Scharfschützengewehr. Habe ich so das Gefühl. Und hat vergiftet. Also ja, ist die Fernbeziehung dabei? Nee, ich habe gar nicht irgendwo. Gar nicht festgelegt irgendwo. Mann. Und ich habe so Poison Ivy genannt, weil Gift. Was anderes ist mir nicht eingefallen. Das war wirklich das erste, was mir eingefallen ist. Da habe ich mir gedacht, das klingt doch. Sollte schon ein bisschen Fantasie damit einbringen, aber okay. Wieso habe ich diesen Akkord, diesen Ort schon gefunden? Also auf der Karte. Also muss mir irgendjemand schon Bescheid gegeben haben davon. Gut, gehen wir dahin. Aber ich sehe schon wieder andere Sachen, also kann wieder was werden. Warte mal, ist es nachts? Oh, hallo. Cool. Es ist nachts. Hä? Drei. Ach so, ja, drei. Nee. Keine Ahnung. Night Vision. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht hier. Weil hier ist ja andauernd irgendwie Nebel und so. Das ist irgendwie so ein perfektes Sniper-Perk, den ich genommen habe. Wahrnehmung, das ist ja, wie schnell man die Gegner auf der Karte sieht, ne? Also ja. Nicht schlecht. Wenn wir jetzt hier sonst aussehen würde. Auch mit meinem Scharfschützengewehr hier kann ich schön von der Ferne aus angreifen. Ja, gut investiert, fand ich jetzt. Das Giftdingen habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert. Was ist das denn? Das ist ein Hirsch. Hier geblieben. Kommt auf mich zu? Keine Ahnung. Einmal den linken Kopf, einmal den rechten Kopf.
Da sieht man von dem Gift irgendwas? Irgendwie nicht. Aber der kommt auf mich zu, gut. Ich dachte, du wärst tot. Oh, 83 Erfahrungspunkte. Ja. Aber vielleicht ist das, wie ich nicht gegen Gift anfällig gewesen oder so, keine Ahnung. Da weiß man ja nicht. Menschen sind bestimmt giftanfällig. Warum gehe ich eigentlich schon wieder hier so einen Weg? Ist nicht irgendwo da oben, da rechts, das sah schon wieder so aus, als könnten da solche Schlingerviecher rumlaufen. Hallo. Moment, da. Das ist so geil. Ob das auf Dauer jetzt, ob das auf Dauer jetzt so schön ist, die ganze Zeit immer dazu haben. Also Mutante. Wo ist er? Ich habe ihn gerade gesehen. Aber da ist er nur, wenn ich schleiche. Und dann ist er nur zwischen 8 und 16 Uhr, genau. 6 Uhr, mein Gott. Alter. Nein, ich habe da irgendwas anderes abgeschossen. Geht aber sehr langsam runter. Wenn überhaupt. Weil gut ist, das Ding hat irgendwie gar keinen Rückstoß. Du hast eine Minigun, geh weg. Hoffentlich erstickst du an deinem eigenen Blut, Drecksack. Autsch. Da habe ich schon wieder so viel Schaden bekommen, ja, von diesen blöden Viechern. Ja, sind Augen verloren direkt. Ja. Ha, ich verliere mich dauernd aus den Augen, weil ich zu weit weg bin. Komm schon, wo ist der andere? Der Geschwächte. Das Gift zieht aber gar nichts ab. Das ist alles nur wegen Kritsch, für kritische Treffer oder irgendwie sowas. Ich meine mal einen Schleichtangriff, das ist sehr gut. Komischerweise hatte der normale Minigun, jetzt schnappt er sich die Minigun, oder? Du musst doch komm raus. Ja. Hallo? Ma, wo ist denn der jetzt schon wieder? Ich da reingehen und den irgendwie so kamikaze-mäßig erledigen. Ich habe mein Schrotgewehr nicht mitgenommen, bin ich eigentlich irre? Ja, komm mal da raus. Er ist verschwunden hier. Muss mal kurz trinken. Und schluck gutes Sumpfwasser. Blöd, wenn man keine Stimpacks hat. 13, super. Alter, wo ist der hin? Wir haben den voll verloren. Hier ist doch nur ein. Er kann doch nur da drin sein. Also. Was er das? Wir sind hier nicht allein.
Kannst du mal, dann gehe ich immer rein. So. Ich soll hier verarschen. Was hat denn für ein Geräusch? Alter, wo? Das ist ein Meister des Schleichens. Aua, wo, wo? Ich bin tot, glaube ich. Wünschte echt, diese Waffe hätte den gleichen Effekt wie in Fallout 3, wo die Gegner einfach so wegfliegen. Jeden Schuss. Da war zwar ein bisschen überpowered, aber was soll's. Noch mal, ja, ich habe noch nicht mein Dings voll. Super. Komm. So. Und jetzt komm. Ich wollte schon sagen, spritzt du ja gerade ins Stimpack. Dann gibt's doch nicht, fragst du mal. Wenn der getroffen werde, nicht tot. Komm schon, schnell. Wurf. Oh Gott. 110 Erfahrungspunkte. So. Schon wieder ein bisschen zu knapp. Ah, verkaufen. Ah, super. Gibt es hier irgendwo ein Dingens hier? Ein. Ja, eine Spüle. Nicht daraus auch trinken? Glaube nicht. Ich bewege um 15 Uhr. Wofür habe ich das gemacht? Eine Zeitschrift wäre geil. Hier ist gar nichts. Super. Habe ich auch kein Stimpack verballert, also schlimm ist das jetzt nicht. Hast du denn schon wieder? Hör auf, da runter zu fliegen, Mann. Also, das hat sie jetzt vollgebracht. Müssen wir hier mit der Story weitermachen. Hier gibt es ja noch was, was ich machen muss, ne? Ja, Kinder des Atoms und so. Hallo, da ist offen. Das ist aber schön. Habt ihr noch ein Bierchen vorher? Ja, Dutzend Erfahrungspunkte. Aua. Jetzt muss ich ein Stimpack einsetzen. Ah, ich habe noch vorher Zeitlupe bekommen. Sehr gut. Schlitz. Geölter Blitz. Das war sehr geil ausgewichen. Schlitz. Schlitz. Wo ist der Longfellow schon wieder? Da können wir wieder ein bisschen was abnehmen. Was muss ich schon wieder ein Stimpack einsetzen? Will ich verarschen? Ich werde ja auch abknallen, aber ich komme sowieso immer vom Weiten angesprungen, also. Bringt das nicht viel. Ich will lieber hier betäuben versuchen. Ja, gut. Dann machen wir, ob ich irgendwie so ein Skill habe, um die Angriffskraft von den Nahkampfangriffen zu erhöhen. Dann wäre ich irgendwie unbesiegbar. Oh nein, was nehme ich? Nachtsicht. Stimpack, yay.
Ja, die geben mir Aluminium, da brauche ich. Und ich habe da eine Tür gesehen, da geht es irgendwo rein, glaube ich. Also er tut hier erstmal Bierkästen und so aufheben. Also ich dachte da nur. Auf diese Nuka-Cherries muss ich, glaube ich, irgendwann zugreifen. Weil irgendwann klappt es nicht mehr mit meinen Stimpacks. Muss ich auch einen Red Away nehmen. Sonst kann ich mich nicht automatisch voll heilen. Plötzlich klingt die 30 KP auch nicht mehr so schlecht bei Nachtsicht. Okay, jetzt auch nichts. Wir haben schon zwei Orte entdeckt, die nicht auf Karte verzeichnet waren, aber die nichts gebracht haben. Irgendwo nach oben. Nee, das doch ist nur so groß. Ja. Gut. Ja, nächstes Gebiet. Das hoffentlich ein bisschen. Bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ich möchte schon noch. Nö. Ja, super. Ich habe mich schon wieder verirrt, verdammt. So, da lang. Ein bisschen schneller. Was schon Schlimmes passieren. Moment, ja, da ist jemand mit seinem Gartenzwerg gestorben. Alles klar. Minen. Kann ich mal benutzen. Meinen Umständen nach. Warte mal hier. Fallensteller. Illuminati. So, jetzt kriege ich 57 Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich kriege immer weniger. Ich gucke, man gibt, glaube ich, nicht Aluminium. Ah, ich brauche Strahlung, aber hab genug Red Away. Im Gegensatz zu den Stimpacks, von denen ich wenig habe. Ja. Ah, ich nehme die alle mit, verdammt. Nur sind vier Splitter genannt. Ich nehme mir eine mit. Warum denn nicht? So. Ist einfach nur ein Schrein. Kann ich nicht irgendwo beten, um irgendwie so einen Buff zu bekommen wie in Skyrim? Segen von Talos erhalten. Ja, echt nichts, gar nichts. Boah. Stimmt hier von den Kindern von Atom irgendwie sowas. So, wir sind ein bisschen näher gekommen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das immer so lange dauert, bis ich an einen Ort komme. Bin ich echt immer so oft aufgehalten? Das geht doch irgendwie nicht. Na, da ist richtig, ne? Ja. Geh mal zum Baum. Friedhof. Coole. Fallensteller. Ja, super. Man hat Dings gegen Menschen effektiv, ne? Ah, oh, das ist ganz runtergegangen in der ja, Preview, sag ich mal. Oben. Weil man zieht das nicht alles ab, nämlich auf den Arm nehmen. Wo ist der Longfellow schon wieder? Alle gehen so wieder auf mich los, Mann. So. Alter, was?
Wieso habe ich so viel Schaden bekommen auf einmal? Ich habe noch ein bisschen AP, glaube ich. Boah, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Am Schrein, oder? Oder danach? Okay. Ja, ihr haut mich wieder weg, ist klar. Und dann kann ich im Party aber beenden. 20 Minuten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke. Wo bin ich hier? Den Schrein schon erkundet. Ja, gut, dann tue ich am Schrein warten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.